Hier ist Ronja und heute spielen wir in Brookhaven einmal das ganze Leben von einem Menschen durch. Und zwar von der Geburt bis zum bitteren Tod. Einmal komplett zusammen mit der Easy. Falls euch das gefällt als Video und ihr noch neu hier seid, dann abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. 74% von euch haben den Kanal noch nicht abonniert. Please do it now. Und dann let's go. Oh mein Gott, ich freue mich schon so. Mein erster Tag im Kindergarten. Mama? Ja? Bist du schon wach? Ach, wunderbar. Wie hast du geschlafen? Gar nicht. Ich war so aufgeregt, die ganzen neuen Leute kennenzulernen. Oh, du kleiner Pupfrasse, erst mal deine Spritze. Oh mein Gott, nein, Hilfe! Komm her, doch. Nein, du brauchst deine Spritze. Ich will Vitaminspritze, hab ich dir doch gesagt. Okay, dann musst du aber was Gesundes essen, okay? Hier, nimm eine Pizza. Das ist ein Burger, meine ich. Schönen Burger. Oder vielleicht eine Tasse Kaffee. Dürfen Kinder Kaffee trinken? Ja, du kriegst keinen Burger zum Frühstück. Nee, ich hab Gesundes. Hallo. Hier, nimm dir... Nein, Apfel kannst du haben. Darf ich keinen Burger essen? Nein, du darfst keinen Burger essen, sonst kommst du nicht in den Kindergarten. Okay. Hier ist ein Apfel. Nimm dir einen Apfel. Davon liegen welche. Oder eine leckere, gesunde Banane. Kannst du dir auch halt aufpassen. Na gut. Ja. So, jetzt steig endlich ins Auto ein. Ich werde das schon mal vor. Warte, ich brauche noch meine Sachen. Ich muss mich noch umziehen. Deine Sachen. Ja, ich muss mich umziehen, damit auch alle anderen Kinder sehen, dass ich cool aussehe. Okay, ich habe mein Lieblings-T-Shirt mit der kleinen Katze, die Boba trinkt. Und wir können los. Bist du dir sicher, dass du das anziehen willst? Ja. Was sollen die anderen Kinder von dir denken, wenn du da mit Katzen-Shirt auftauchst? Oh Mann. Warum denn nicht? Mir das ist unangenehm. Naja. Dann steig mal ein. Du musst das Garagentor aufmachen. Ich habe dir doch gezeigt, wie das geht. Na gut, hier. Ja, genau. Einsteigen. Ja, warte, du fährst über mich drüber. Ja, dann pass doch auf das nächste Mal gefälligst. Bist du jetzt endlich drin? Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, ins Auto einzusteigen. Ja, ich bin zwei. Hilf mir doch. Oh no, jetzt steig schon ein. Es geht los in den Kindergarten. Es ist schon fast Tag und ich muss zur Arbeit. Also los. Bist du drin? Ich bin drin. Okay, dann geht's los zum Kindergarten. Oh yeah. Meinst du, die anderen Kinder sind alle schon da? Nein, ich glaube nicht. Wir sind sehr früh. Warte, ich wollte spät früh loswerden. Es ist mitten in der Nacht. Hier sind wir auch schon. Hier ist noch niemand. Hier, genau. Hier ist Dieter. Also, jetzt frei mit dir. Da wird sich um dich gekümmert. Da ist bestimmt irgendwo eine Erzieherin. Spiel mit den anderen Babys und wir sehen uns dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, hier ist niemand. Hier ist weit und breit keiner. Toll, hier ist ein Baum. Hier liegt ein Baby. Wer auch immer sein armes Baby hier abgelegt hat. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich werde auf euch aufpassen. Habe ich da gerade was gehört? Ist da etwa ein anderes Kind im Kindergarten? Ist da noch jemand? Oh, hallo? Hi! Hallo! Oh mein Gott, ich bin nicht die Einzige, die hier ist. Oh mein Gott, hat dich deine Mama auch so früh hergebracht? Ja, sie bringt mich immer 3 Uhr nachts her, aber damit sie mich los wird, so möglichst schnell. Meine mich auch. Hi, ich bin Ronja. Wie heißt du? Oh, deine Mutter muss dich wohl wirklich hassen. Ja, die wollte ich mir bin auch Easy. Kein Hi, Frühstück freut mich geben. Sehr. Nur blöde Äpfel. Ja, wunderbar. Mein Name ist Easy Cheesy. Mein Name ist Easy Cheesy. So wie James Bond, nur in cooler und mit mehr Käse. Soll ich dir den Kindergarten zeigen? Okay, ich zeig dir mal, du bist der erste Tag. Also, aha. Du kannst dich hier einen Job holen, aber du bist zu klein dafür. Also hast du leider Pech gehabt. Hier schlafen die Babys, da kannst du immer drauf rumspringen so und dann kannst du denen so Spritzen geben, weißt du? So, bam, yeah. Und ansonsten kannst du hier nach oben gehen. Also die anderen Kinder werden halt immer so gegen 6 oder 7 oder so gebracht und wir haben halt die ganze Nacht hier vor uns. Und dann können wir es spielen. Und wir können sogar ausbrechen. Guck mal hier vorne. Oh, okay. Oh, wir können ausbrechen? Ja, wir können ausbrechen aus dem Kindergarten. Oh. Yeah, hier geht's nämlich nach draußen. Oh, hier ist auch ein Spielplatz. Da rein. Hast du Lust zu rutschen? Ja, können wir machen. Wasserrutsche? Ja. Ich will der Erste sein. Ja, ich bin schneller als du. Ja, ich bin weiter oben. Ich bin der Erste. Oh mein Gott, nein, du bist wirklich zurück. Oh nein, ich habe vorher einen Burger gegessen. Ich gehe unter. Nein. Ich esse immer noch einen Burger. Du bist immer noch ein Burger. Ja, ich kann nicht anders. Er will einfach in meinen Mund wandern und der Donut auch noch. Oh nein, nein. Und er fischt mich raus. Gott, ich helfe dir, ich habe einen Erste-Hilfe-Rettungsschwimmkurs gemacht. Bitte boost du mich nach oben. Oh, schwimmt. Oh, ich bin draußen. Gott sei Dank, jetzt erstmal einen Apfel. Oh mein Gott, bitte bleiben Sie stehen. Nein, oh mein Gott, nein, ich bin viel zu spät. Geht weiter. Oh mein Gott, ich will nicht schon wieder zu spät in die Schule kommen. Nein, schnell. Oh, ich habe nicht mal meine Schuhe an. Es ist so nass. Oh mein Gott, Sie bitte alle rein hier. Lichter gehen an. Alle Schüler drin? Nein, Moment. Eingestiegen. Ich würde gerne einsteigen. Moment. Wunderbar. Halt. Drin. Okay. Du.
knappe Kiste. Dann geht es jetzt los und wir fahren zur Schule. Oh mein Gott. Grüne Ampel. Oh, ihr reitet. Pferde. Zack, überfahren. Oh, warte, sind wir bei der Schule? Oh, es lebt noch. Oh, nein, oh, wir sind noch nicht bei der Schule. Was merken sich die Schüler das denn nicht? Die Busfahrer. Hier jeden Tag ist die Schule an einem anderen Ort. Die Busfahrer hier sind, da sind wir auch schon. Ich meine, sind das überhaupt da echte Busfahrer in der Stadt hier? Okay, schnell raus hier. Ah, oh, da sind wir schon. Was heißt denn hier bitte Busfahrer? Ich bin ja wohl immer noch deine Lehrerin. Was? Also möchte ich, dass du mich auch so ansprichst. Frau Lehrerin. Frau Klar? Lehrerin. Mein Name ist Frau Lehrerin. Dann wird's Zeit für den Unterricht. So, jetzt komm mal mit hier. Wir machen heute Mathematik. Ich weiß, was du am liebsten. In der Tat. Okay, Mathematik. Ich bin bereit. Also, ich habe die ganze Zeit gelernt. Hinsetzen, hab ich gesagt. Ich sitz doch hinsetzen. Schon. Ich hab gesagt, setz dich hin. Ah, oh, du sitzt schon. Na, okay. Dann fangen wir jetzt mal wohl an. Also, was ist 3 mal 3? 3 mal 3 ist 9. Falsch. Was? Was ist 8 plus 64 geteilt durch 2? 8 plus 64 sind 72 durch 3? Richtig. Was ist x, wenn 5 mal 2 gleich x Quadrat ist? Das geht nicht. Das ist Wurzel 10. Haben Sie gerade einen Taschenrechner dabei? Das ist aber hier illegal! Nein, alles richtig! Durchgefallen! 2, irgendwas! So, ich gehe jetzt mein Baby füttern. So, dann machen wir hier. Okay, achso, ja, Baby. Schüler! Wunderbar. Was habe ich als nächstes? Mathe ist vorbei. Schüler! Das lief überragend. Schüler! Okay. Englischunterricht wartet! Englischunterricht wartet. Okay. Ja, ja, Englischunterricht. Was haben Sie da an die Tafel geschrieben? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Also. Ich habe kein Baby. Okay, aber was haben Sie denn? Ich bin Ihre Englischlehrerin. Oh, okay. How do you do? I am doing. How do you do? Great. How do you do? Good. Yes, I good, do good. Good, good, good. I will teach you. I will teach you how good. To write. Good. Okay? Okay. Okay. What do, I, what do I write? Do it. What do I write? Do it. Do it. Oh, du bist durchgefallen. Was? Was soll ich denn tun? Oh mein Gott, die Schule ist kein einfaches Pflaster für mich. Immerhin sind die anderen Kinder hier auch nicht viel besser dran. Oh, hier rennt jemand durch. Oh mein Gott, die hatten. Aber warum sind alle so viel größer als ich? Oh Mann, vielleicht. Junge, wer schläft hier in der Schule? Scheinbar ja sie. Nein? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Brille? Ich gehe. Sie sind nur verrückt in der Schule. Ich gehe nach Hause. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt, hierher zu fahren. Das war eine ganz schlechte Entscheidung. Ich habe mein Baby vergessen. Okay, den habe ich nicht gekriegt, den Job. Aber vielleicht habe ich im Nagelsalon ja mehr Glück. Hallo? Hallo? Hi. Hallo? Sie arbeiten hier. Ja, bitte einmal die Haare schneiden, danke. Können Sie waschen? Ich kann das. Das ist genau, warum ich hier bin. Und zwar suche ich einen Job. Aha. Aha, einen Job. Ein Job. Ja, ja, kein Problem. Hier, Bank ausrauben. Das kann ich Ihnen anbieten. Ich will nicht die Bank ausrauben. Ich will nicht die Bank ausrauben. Sie wollen nicht die Bank ausrauben. Ich will hier arbeiten, im Nagelsalon. Sie wollen hier arbeiten? Ja. Sie wollen hier. Wie alt sind Sie? 13? 18. Ich bin gerade 18 geworden. Arbeit. 18? Ja. Sie sehen aus wie 12. Du siehst aus wie 12. Beweisen Sie es. Ich habe hier meinen Ausweis. Moment. Haben Sie jetzt den Ausweis dabei? Ja, hier. Das ist eine. Von mir aus. Also, dann zeigen Sie mal, was Sie können, okay? Okay, was hätten Sie gerne? Die Nägel. Ja, welche Farbe? Einmal die Hände bitte herreichen. Hände herreichen. Ja, ja. Ja, also, setzen Sie sich hin. Hände her. Pink. Okay. Und? Wie gefällt's? Oh, so eine miese Arbeit habe ich noch nie gesehen. Können Sie wenigstens Haare machen? Klar. Hier, machen Sie mal die Haare. Kein Problem. Okay? Okay, ich mach's. Was hätten Sie gern? Kurz, lang? Ich mache eine andere Farbe, okay? Okay, eine andere Farbe ist gut. So, und fertig. Bitte was? Nein. Andere Farbe. Was ist mit meinen wunderschönen Haaren passiert? Hey Rosa, das ist der letzte Schrei gerade. Sie waren so schön auffällig. Was, die sind immer noch auffällig. Du wirst gefeiert. Was, dass du wegkommst. Raus hier. Ich sagte raus hier, oder muss ich dich erst tasern? Okay, das hat auch nicht so gut... Ist okay, es tut mir leid. Vielleicht finde ich irgendwann einen Job. Vielleicht raube ich doch eine Bank aus, ich weiß nicht. Mein Glück ist nicht so gut mit mir gerade. Möchten Sie
liebe Ronja, ihren süßen kleinen Affen heiraten und ihn lieben und ihn ehren bis zum Ende aller Tage. Ja. Dann sagen sie, ja, ich will. Ja, ich will. Oh, Entschuldigung, ganz ich war zu schnell. Unbedingt und für immer. Mhm. Auf jeden Fall hundertprozentig. Ja, ich will. Haben Sie das jetzt gesagt? Ich habe gesagt, ja, okay, ich will. Wunderbar. Möchtest du, kleiner Affe, deine wunderschöne Ronja zu deiner angetrauten Frau nehmen und sie lieben und sie ehren, bis das der Tod euch scheidet? Ich nehme an, ja. Er kann leider nicht reden. Entschuldigung, mein Handy. Hallo, ja. Ja, die Pizza können Sie zum See liefern. Ist gut, danke. Okay, ciao. Ich habe gedacht, das kann bei der Seetrauung nicht passieren. Dann erkläre ich sie jetzt zu Frau und Affe. Sie dürfen den Affen jetzt küssen. Cola? Oh mein Gott, kannst du dir... Warum hast du den Karton an? Wie liegt das? Jeder sieht, dass ich schwanger bin. Ich sehe fett aus. Okay, aber kannst du dir vorstellen, dass wir am gleichen Tag unsere Kinder kriegen? Die können für immer befreundet sein. Ja, stimmt. Und wenn du einen Jungen kriegst und ich ein Mädchen kriege, dann kann mein Mädchen deinen Jungen vermöbeln. Was? Ich dachte, wir können koppeln. Oh, nein, die werden sie verprügeln. Okay, dann verliere mal deinen Karton. Gehst du in das Bett? Ich gehe dann hier in das und du kannst woanders hin. Okay, ich gehe hier hin. So. Oh, hallo, Herr Doktor. Oh. Wieso muss ich den Karton ausziehen? Nein, ich will ihn nicht ausziehen. Okay. Hast du dein Baby? Du meinst, es ist schon da. Ich habe ein Mädchen. Kommst du zu mir? Sag, ja, warte, soll ich reinkommen? Ja. Ah, jetzt ist es da. Okay, es ist draußen. Oh, du hast einen Junge. Nein, das tut noch weh. Ah, warte, du hast... Das ist das Nächste. Warte, du hast Zwillinge? Oh Gott. Ronja. Ah, nein. Was? Nein. Drei. Nein, jetzt habe ich du drei Zwillinge. Ih, zwei Jungs und ein Mädchen. Wie konnte das dann passieren? Oh mein Gott. Nein. Kann ich dir eins abgeben? Dann haben wir beide Zwillinge. Das wäre doch viel süßer. Willst du das haben oder willst du den haben? Hier, der sieht frech aus. Leg das einfach hier vorne rein. Guck mal, Newborn, das merkt sie niemals. Nein. So, zack, was genau, da liegt er jetzt. Jetzt reingegeben? Oh no! Das kann ich auch loswerden. Ja, wunderbarski. Wie viele hast du jetzt? Sag, hast du noch einen übrig? Ja, der ist noch übrig hier. Okay. Was sagst du dem? Wie meinst du, die beiden wären Freunde? Die beiden wären Freunde, ja. Okay. Na, wunderbar. Tschüss, andere Babys. Eure Mama hat euch sicher lieb. Oh Mann, warum geht denn der Fernseher nicht? So ein Mist hier, aber... Easy, wir haben uns getroffen, um Bingo zu spielen. Jetzt kommen wir vom Fernseher. Oh ja, okay, hallo. Oh mein Gott, was ist denn mit deiner Haut passiert? Was? Ich bin ein bisschen älter geworden. So, dann spielen wir mal Bingo. So. Ja. Hast du die B1? Oh, weißt du, an was mich das erinnert? An meine YouTube-Videos, die ich mal gemacht habe. Ja? Ladies and Gentlemen, ahoi und willkommen zu Bingo! Ist das so? Hast du das gesagt in deinen YouTube-Videos mit dem Bingo? Ja, hab ich gesagt. Okay. C7, hast du? Ja. Okay, du bist dran. A5. A5 hab ich nicht. Oh, Mist. Hast du eine B3? Und ja? Ja. Ich kann gar kein Bingo spielen. Ich auch nicht. Ich glaube, das geht so gar nicht. Ach. Oh nein. Ich krieg mal nach Hause. Gut, schön, dass du da warst. Ja, ich mach dir auf hier. Ich komm nicht durch. Bitteschön. Danke, ciao. Tschüss. Alrighty, das war's mit dieser Folge von Geburt bis zum Tod. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, ob ihr sowas nochmal sehen möchtet. Und dann, genau, sehen wir uns im nächsten Video. Schaut unbedingt bei der Easy vorbei, die macht auch Roblox und auch Brookhaven-Videos. Also, irgendjemand hat gesagt, wir sprechen das falsch aus. Ich glaube, Brookhaven heißt es eigentlich. Brookhaven. Wir sagen immer Brookhaven und das macht die Leute wütend. Brookhaven, sagst du. Nein, das ist Nacht, ich muss davon laufen. Schaut bei der Easy vorbei, abonniert ihren Kanal, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!